Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bedeutung des Fremdsprachenlernens in der beruflichen Bildung ist Ihnen als Kolleginnen und Kollegen sicherlich schon längst bekannt. Dennoch habe ich mir erlaubt, dem Ganzen nochmal einen neuen Fokus zu geben und zu überlegen, wenn wir uns die Fremdsprachenausbildung neu wünschen könnten, neu zusammenstellen könnten, was wäre denn eigentlich die ideale Fremdsprachenausbildung, wie würde sie aussehen in den berufsbildenden Schulen, in der Berufsschule? Der erste Ansatz wäre ja, dass man einmal überlegt, wenn wir von beruflicher Fremdsprachenausrichtung reden, ob man nicht nach den Export- und Handelspartnerzahlen geht, denn die 2005 veröffentlichte Exkursstudie zeigt, dass das Nichtvorhandensein fremdsprachlicher Kompetenzen den Unternehmen jährlich einen großen volkswirtschaftlichen Schaden zufügen. Wenn man sich jetzt einmal die Zahlen hier vor Augen hält mit den Top 10 Handelspartnern Deutschlands, müsste man feststellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Englisch Fakultas war von gestern. Wir müssen unbedingt Französisch den Schülerinnen und Schülern beibringen und Niederländisch. Und an dritter Stelle müssten wir uns intensiv mit Chinesisch eigentlich auseinandersetzen. Wenn man denn nur nach den Exportländern gehen möchte. Eine weitere Dimension des potenziell Fremdsprachendefinierenden in der Schule wäre, in der beruflichen Schule wäre dann auch der Fremdsprachenbedarf nach touristischen Herkunftsländern. Wenn wir uns das angucken, müssen wir feststellen, also Niederländisch sollte auf jeden Fall eigentlich die Mehrheit unserer Berufsschülerinnen und Schüler können, denn die stehen irgendwie in Deutschland ganz vorne als Hauptexportpartner, als Handelspartner. Ja? Ja? Richtig. Haben wir mit Englisch eine höhere Dimension. Gebe ich Ihnen recht. Ich komme auch noch zu Englisch überhaupt hinzu. Nachdem ich selber Anglist bin und nicht Germanist, stehen die Chancen für die Anglistik ganz gut. Wenn wir uns das so angucken, ist auch Niederlande hier wieder führend, Schweiz etc. Die Frage ist allerdings, ist das eine sinnvolle Fremdsprachenverteilung oder können wir auch an unserem Modell des Englisch als Lingua Franca festhalten? Das ist ja unsere Idee, Englisch als Verständigungssprache in der betrieblichen Kommunikation und in der außerbetrieblichen, in der außersprachlichen Realität. Von 7 Millionen Sprecher sind weniger als 50% native Englischsprechende. Das heißt, wir haben jetzt eine Entwicklung erreicht, das sind die Zahlen aus der letzten David Cameronschen Publikation, dass eigentlich die Träger der Sprache nicht mehr diejenigen sind zum Hauptanteil, die in dem entsprechenden Kulturraum leben, sondern dass wir jetzt als Hauptträger der Sprache diejenigen haben, die diese als Kommunikations- und Verständigungssprache neben ihrer Muttersprache einsetzen. Führt natürlich, und das kennen Sie, zum Problem der Standardisierung, International English, Global English, English Light, Englisch als kommunikatives Esperanto und desaströses Kommunikationsmittel. Andererseits auch die Notwendigkeit, weiter mit Englisch bei uns im nicht muttersprachlichen Bereich zu arbeiten, da es einige Länder gibt, die mit ihrer Englischkompetenz keine weiteren Fremdsprachen mehr ausbilden und von daher sich selber ein bisschen aus der Arbeitsmarktchancenwirklichkeit herausziehen.
Somit könnte man erstmal subsumieren, der Handel würde frohlocken, wenn wir wenigstens weiterhin bei Englisch blieben. Und die Gretchenfrage, die sich dann vorrangig stellt, ist, in welchen Ausbildungsberufen, wenn wir von der beruflichen Bildung ausgehen, in welchen Ausbildungsberufen sollten wir Englisch denn überhaupt integrieren? Hinsichtlich der beliebtesten Ausbildungsberufe 2014 zeigt sich, dass nach wie vor Büro- und Einzelhandelskaufleute die führenden Ausbildungsberufe in der Bundesrepublik sind. An vierter Stelle gefolgt von den Kraftfahrzeugmechatronikern. Das heißt, wir haben vorrangig drei handelsgewerbliche Berufssparten, die, wenn wir uns die Zahlen angucken, von den Neuabschlüssen grob mehr als fast die Hälfte der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge abdecken. Im Klassenzimmer sieht es dann, und das meine Kolleginnen und Kollegen kennen Sie, glaube ich, zur Genüge, sieht es dann folgendermaßen aus, von der Verteilung her, dass bei den, wenn wir nur mal die kaufmännischen Ausbildungsberufe uns angucken, dass ein Großteil auch heute noch mit einem Hauptschul- oder Mittelschulabschluss in die Ausbildung hineingeht. Das sind also die aktuellen Zahlen von 2015 für die Einzelhandelskaufleute, gefolgt von dem Realschulabschluss mit Randerscheinungen noch im Bereich des Abiturs und mit einer kleinen Gruppe an Leuten, die überhaupt keinen Schulabschluss besitzen. Was bedeutet diese Ausbildungsrealität eigentlich dann für den Unterricht? Welche Konsequenzen sind bei Ihnen jetzt schon lange Zeit zu spüren? Und welche Konsequenzen könnte man ziehen, wenn man sich mit dieser Situation noch näher befasst und versucht, Abhilfe zu schaffen? Ein ganz, ganz großes Problem sind die heterogenen Vorkenntnisse der in dem Klassenraum versammelten Lernenden. Wenn wir zurückdenken, wir haben Hauptschulabschluss bis hin, nehmen wir nur Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, das sind die beiden großen Gruppen, die durchaus, wenn wir die Standards uns ansehen, dann variieren zwischen einem abgeschlossenen A2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens und einem abgeschlossenen B1. Ohne jetzt auf Can-Do-Statements einzugehen, können wir konstatieren, A2, das ist, wenn wir es mit der kindlichen Entwicklung mal vergleichen wollen, aus dem Krabbelalter gerade aufgestanden und gut an der Hand mitlaufend. Für leichtathletische Disziplinen fremdsprachlicher Art, sprich einem Hürdenlauf, noch nicht geeignet. Im Bereich B1 können wir schon davon ausgehen, dass die eigenständige, sprachlich betrachtet, die eigenständige Fortbewegungsmöglichkeit gut ausgeprägt ist und man schon langsam mit dem Hürdenlauftraining bei kleineren, schemelgroßen Hürden anfangen kann. Daraus resultiert, dass in der beruflichen Fremdsprachenausbildung eine hohe Notwendigkeit zur Differenzierung besteht. Blicken wir in den theoretischen Hintergrund, leben wir eigentlich im Land der berufsbildenden Glückseligkeit. Denn es gibt die KMK-Zertifikatsprüfung, wunderbar konfektioniert für all unsere Problemzonen, in der sprachpraktischen Ausbildung gesehen, die wir so in unserer Ausbildungsrichtung Einzelhandelskaufleute antreffen. Es gibt sie bereits für den Bereich A2, es gibt sie für den Bereich B1 und die besonders Schlauen können wir dann, sprachlich Kompetenten, können wir noch in B2 und C1 auch zum Abschluss führen. Eigentlich
sieht die Welt recht rosig aus, wenn wir uns das so von dem theoretischen Hintergrund ansehen. Und ein Blick auf die Stufe 1 lässt uns eigentlich auch vermuten, dass auch das Zertifikat gut für die mit Hauptschul-, schräger Mittelschulabschluss zu uns in die Berufsschule kommenden machbar wäre, denn in der Produktion können die Eintragungen, Formulare des Alltags vornehmen, können kurze Sätze bilden und können mit Textbausteinen in einer stark gelenkten Textproduktion brillieren. Werfen wir einen Blick auf den KMK-Rahmenlehrplan für Einzelhandelsfachleute mit Englisch, stellen wir fest, dass sich erste Zweifel an der Realisierbarkeit dieser ehernen Ziele ergeben. Denn es ist ein Gesamtumfang von mindestens 80 Unterrichtsstunden im Rahmenlehrplan berücksichtigt und die fremdsprachlichen Ziele und Inhalte sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert. Dröselt man, die Mathematikerinnen und Mathematiker mögen mir diesen unakademischen Ausdruck entschuldigen, dröselt man diese 40 Stunden auf die komplette Ausbildungszeit auf, stellt man fest, dass es mit der umfangreichen fremdsprachlichen Ausbildung im Bereich der Einzelhandelskaufleute nicht so weit her ist, denn mit 40 Gesamtstunden liegen wir grob bei einem Englischanteil von eine bis höchstens zwei Unterrichtsstunden in der Woche. Wenn wir diese Probleme dann der Heterogenität mit geringer Stundenanzahl angehen wollen, kommt immer der Ansatz, ja, dann müsst ihr halt differenzieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir differenzieren müssen, das haben wir schon gelernt. Also wir sind ja schon so weit getrieben worden, dass wir von der Binnendifferenzierung hin so weit binnendifferenzieren, dass wir schon individualisieren und jetzt dann auch noch so kompetent sind, dass wir kompetenzorientiert binnendifferenziert Individualisierung leisten. Das ist auch bei 45 Minuten Unterrichtszeit überhaupt kein Problem. Bei einer Klassenstärke von grob 28 bis 35 Schülerinnen und Schülern sehr leicht machbar. Denn wenn man das mathematisch kalkuliert, noch dazu die Ergebnisse der DESI-Studie mit in Anrechnung bringt, wonach der Lehrer, die Teacher-Talk-Time bei grob 45 bis 50% der Gesamtunterrichtszeit liegt, haben wir immerhin von den 45 Minuten noch grob 22 Minuten über, um die 28 bis 35 Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. Also eigentlich müssten wir höchst kompetente Einzelhandelskaufleute hervorbringen und es ist unverständlich, warum Kolleginnen und Kollegen der Verzweiflung stets näher sind als jedwedem Funken Lebensmut, wenn sie Einzelhandelskaufleute mit nur einer Stunde haben, wo doch auch in den Lehrwerken so wunderbar differenziert wird. Das Problem ist nur das Einstiegsniveau. Ich bin am Sprachenzentrum der Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Ich kann Ihnen sagen, was Sie da als verbrieftes B2-C1-Niveau im Rahmen der allgemeinen Hochschulreife in Englisch so auflaufen sehen, lässt Ihnen an der Zuverlässigkeit von Can-Do-Statements großen Zweifel aufkommen. Ähnlich sieht es auch bei unseren Abschlussniveaus auf, die wir dann bei unseren Lernenden vorfinden, wenn sie aus dem Bereich Hauptschulabschluss A2 gefestigt natürlich, bis hin zum mittleren Bildungsabschluss einen hochkompetenten B1 aufweisen. Überhaupt nicht berücksichtigt in dieser ganzen Zusammenstellung ist die aktuelle Gemengelage, wo wir unglücklicherweise auch noch Schülerinnen und Schüler nicht nur mit Migrationshintergrund, sondern jetzt auch mit Flüchtlingshintergrund haben, deren Englischkompetenz, ich glaube, im Rahmen der GER Can-Do-Statements kaum gemessen werden kann. Die geht nämlich stark gegen Null.
Eine andere Problematik, die sich mir in der Ausbildung unserer Wirtschaftspädagogen auch immer stärker gezeigt hat, ist die Frage, bei aller Affinität zur Differenzierung in Lehrwerken, stimmen die Aufgabentypen überhaupt mit dem Erkenntnishintergrund, mit der institutionellen Sozialisierung unserer Lernenden noch überein? Die hohe Heranführung an kommunikative Kompetenzen, die wir insbesondere im Rahmen der Realschulausbildung, der Ausbildung zum mittleren Bildungsabschluss haben, steht, wenn man einen Blick in die Lehrwerke, in die Englischlehrwerke der Haupt- und Mittelschulen werfen, in starkem Kontrast zu dem, was dort gelernt wird. Haupt- und Mittelschulen haben noch einen sehr stark, spöttisch formuliert, doch sinnvoll durchgeführt, behavioristischen Ansatz. Das heißt, sie arbeiten sehr stark mit audiolinguistischen, mit audiovisuellen Mitteln und mit Lexical Chunks. Die Lernenden dort bekommen entsprechende situative Einbindungen vorgegeben, lernen sprachlich mit einem vorgegebenen Set darauf zu reagieren und haben große Schwierigkeiten dann, sich, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau, aber in freie Aufgabenformate, die weniger gelenkt sind, einzudenken und entsprechendes sprachliches Material einzusetzen, als dieses der Fall ist bei Lernenden, die mit einem mittleren Schulabschluss oder dann auch mit einem Gymnasialschulabschluss kommen. Wie gesagt, da noch immer außer Acht lassend alles, was wir an Migrationshintergrundlernenden bei uns begrüßen können, was wir an Flüchtlingslernenden bei uns begrüßen können, da haben wir nochmal zusätzliche Probleme vorliegen. Und wenn wir uns mal die neuen Kompetenzen anschauen, die so über die Abiturstandards so langsam über alle Schulformen herunterbrechen, stellen wir fest, dass wir eigentlich zu unserem einfachen sprachlichen Modell jetzt bei der ganzen Kompetenzverteilung auch noch interkulturelle kommunikative Kompetenzen mit aufnehmen müssten, Text- und Medienkompetenzen und wie gesagt, alles bei 45 Minuten, das kann eigentlich nicht so schwer sein. Was heißt das jetzt nochmal für unseren Aufgabentypus? Wir haben einen Aufgabentypus, der in seiner Art und Weise nicht aufgrund seiner sprachlichen Komplexität, sondern aufgrund seiner Aufgabenstellung eigentlich nur unproblematischer für Realschule und Gymnasium formuliert. Freiere Textproduktionen. Wir haben einen junk-orientierten Aufgabentypus, der für Hauptschule, Mittelschule aufgrund deren institutioneller Aufgabensozialisierung funktionieren würde, der aber primär nicht im Fokus unserer Ausbildung bisher steht. Mögliche Lösungsansätze wären, um eine andere Dimension des Kompetenzbegriffes zu bringen, ein kompetenzorientierter Unterricht im Sinne von wir fördern in entsprechenden Kompetenzgruppen. Das heißt, ein schülerzentrierter Unterricht in unterschiedlichen Parallelkursen, der sich nach dem Eingangsniveau, nach dem Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler richtet. Das wäre eigentlich das ausbildungstechnische Paradies. Ein jetzt schon im Vorfeld viel zu früh geäußerter Weihnachtswunsch, der, das ist trotz allem Föderalismus einigend, in allen Kultusministerien auf offene Ohren stoßen wird und zu Tränen in den Augen führt, denn bei diesem Personalbedarf ist es leider nicht zu realisieren. Schöne neue Fremdsprachenlehrwelt, ade. Gut, haben wir nicht, müssen wir uns was anderes überlegen. Binnendifferenzierenden Unterricht machen wir ja schon lang. Kann ja nicht so schlecht sein, wurschteln wir doch auch noch ein bisschen weiter. Die Frage ist nur bei aller Binnendifferenzierung, wenn wir uns jetzt vorstellen, unser Klassenzimmer haben wir aufgeteilt in die einzelnen Kompetenzeckchen.
und rennen da so rum. Auf welches Lernziel wollen wir uns jetzt eigentlich noch konzentrieren? Und wenn wir die, nachdem wir immer 50% der Unterrichtszeit für uns als Teacher Talk in Anspruch nehmen, auf welche Gruppe bekommt eigentlich den größeren Lernziel oder die größere Instruktionsanteile für den Unterricht? Sehr schwer zu realisieren. Entweder ich lasse gute dann zurück oder insbesondere wiederum von den Aufgabentypen, Lernenden mit A2-Niveau oder niedriger wird jede Unterrichtsstunde, und da sind 45 Minuten pro Woche dann schon viel, wird jede Unterrichtsstunde bewusst, dass sie nichts wissen oder zu wenig wissen. Uns wird bewusst, dass wir sie nicht so fördern können, wie wir sie eigentlich wollten. Ja, damit haben wir das Bildungsziel Umgang mit Frustration hervorragend realisiert. Dieser Problem auch bei so einem Binnendifferenzieren im Klassenraum, eine Lehrkraft hetzt durch alle Kompetenzstufen des GERs, ist, wie man das koordinieren soll und wie man die Unterrichtszeit da irgendwie noch sinnvoll setzen möchte. Eine andere Möglichkeit wäre gelebte Mehrsprachigkeit. Man mag es mir nachsehen, es ist jetzt nicht so, dass ich darunter, wie gesagt, das Konzept, ich komme als Franke zu Ihnen und versuche mich der Hochlautung anzunähern, sondern wirklich dass die Aufnahme der unterschiedlichen Herkunftssprachen, wie es so schön heißt, mit aufzunehmen und diese in der Hoffnung einzusetzen, dass man damit A, Verständnis unter den verschiedenen sprachlichen Lernergruppen schafft und die Muttersprachler einer Herkunftssprache dazu anreizt, sich gegenseitig im Rahmen von einem Peer-Teaching weiter voranzubringen. Ist ein schönes Konzept, ist hervorragend für das Verständnis. Wir haben in den neuen Abiturstandards ja als tangentiale Kompetenzen auch Sprachlernbewusstheit und Sprachbewusstheit drin. Das würden wir damit unterstützen, hat aber zur Folge, dass wir, wenn wir in ein Lernziel stecken, damit nicht wirklich so weit kommen, wie wir uns das eigentlich hoffen würden. Die andere Möglichkeit sind integrative Aufgabenformate im Sinne von kleinschrittigere Aufgaben, bei denen in Gruppenarbeit je nach Aufgabe entsprechend vorbelastete, das heißt lerntechnisch sozialisierte Lernende, die Aufgabe übernehmen, deren sie gewachsen sind und dann weitergeben. Ein Beispiel wäre die Übungsfirma, die in einigen Bundesländern existiert, bei der eigentlich BWL-lastig Waren, Dienstleistungen hin und her geschickt werden zwischen fiktiven Firmen im Unterricht. Man diese fiktiven Firmen aber auch nutzen könnte, um mal eine Firma oder die Firmen ins Ausland zu verfrachten, sodass die Kommunikation auf Englisch stattfinden muss. Ein Klassiker der englischen Bürokommunikation, Telephone and Reception Skills. In diesem Bereich können Haupt- und Mittelschülerinnen und Schüler durchaus die Erstkontaktaufnahme durchführen, da das genau diese Lexical Chunks sind, mit denen sie schon vertraut sind, mit denen sie umgehen können, wo sie nach Informationen fragen können, die sie festhalten können auf einem entsprechenden Papierformat und dann die Information weitergeben an einen sprachlich kompetenteren Mitschüler, der dann die weitere Textproduktion, dann gehen wir hin in Bestellaufnahmen, in Reklamationsschreiben, dann weitergeben und dann dort die entsprechende Aufgabe weiterverarbeitet wird. Der Vorteil in solchen Aufgabenszenarien ist, dass gute, schlechte Lernende miteinander an Aufgaben arbeiten und dass die schwächeren Schülerinnen und Schüler von Stärkeren mitgezogen werden können. Kleiner Einschub der Realität, natürlich ist dies keine dauerhafte Aufgabenverteilung. Das sind Muster, die mit einfließen können, denn ansonsten haben Sie das Phänomen,
dass derjenige, der immer ans Telefon geht, genau weiß, ich gehe deshalb quasi ans Telefon, weil ich sprachlich anderes nichts machen kann. Also eigentlich weiß ich wieder haargenau, dass ich so ein bisschen der praktische Dödel vom Dienst bin, während die anderen dann die tollen Aufgabenformate bearbeiten. Aber es wäre eine Möglichkeit, nicht in Gruppen, in differenzierenden Gruppen zu arbeiten, sondern eine Gruppenarbeit zu ermöglichen, die die aufgabentechnischen und sprachpraktischen Fähigkeiten der unterschiedlichen Lernenden mit in eine Aufgabenstellung als kooperative Übungsform mit erlauben. Eine andere Möglichkeit, das ist alles, klingt sehr abgedroschen, zielgruppenadäquate Aufgaben, aber die metasprachliche Betrachtung geht in der Haupt- und Mittelschule eigentlich gegen Null. So, was alle Schulen verbindet, ist, dass es das Thema Wegbeschreibung gibt. Es ist nun für Einzelhandelskaufleute zwar eine nette Idee, dass sie Passanten, die sie auf dem Weg zur Arbeit im öffentlichen Verkehrsmittel treffen, den Weg zu irgendwelchen fiktiven Sehenswürdigkeiten beschreiben sollen, aber was eher dieser Zielgruppe entspricht, ist, dass sie zum Beispiel in einem schönen Lädelchen stehen und dort jemand reinkommt, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist und mit dem man auf Englisch kommunizieren muss und er wissen möchte, wo nun die Erbsendosen in diesem Supermarkt stehen. Dieses kann auch sehr schön eingebunden werden. Entschuldigung, der macht Oprah auf. So. Über eine virtuelle Tour, eine Wegbeschreibung, die außersprachliches Handeln gleich mit evoziert und in einem Tesco Supermarket spielt. Das heißt, der Weg, erstmal kann man durch diesen Supermarkt durch, man kann im Bereich der interkulturellen kommunikativen Kompetenzen auch nochmal aufzeigen, wo die konzeptionellen Unterschiede zwischen dem klassischen Supermarkt deutsche Couleur und einem Tesco Supermarket wohl sind. Und dann hat die Wegbeschreibung ein praktisches Handeln zur Folge. Das heißt, man geht mit diesem Menschen, der nun die Erbsdosen sucht, durch den Tesco Supermarkt, beschreibt dem, wie er gehen muss, und dieser läuft gerade weiter oder biegt nach rechts oder links ab und kommt entweder zum Erbsendosenregal oder muss dann bei dem Toilettenpapier nochmal kurz umdrehen, um dann nochmal den Rückweg auf dem rechten Pfad der Erbsendosen anzutreten. Dieses hat nicht nur eine handlungsorientierte Dimension, sondern es hat eben auch eine berufliche Dimension für die Lernenden. Und das sind Aufgabenformate, die bereits ab A2 realisiert werden können, denn man arbeitet hier rein mit Chunks. Klammer auf, dies führt dann auch für die Lernenden zu einem richtigen Erfolgserlebnis, wenn sie auch mit A2-Niveau die Anfrage entsprechend bearbeiten konnten. Eine andere Möglichkeit, ein heißes Eisen, es wird schon in der Mitte der 90er Jahre, als ich promoviert habe, immer wieder als die neue eierlegende Wollmilchsau des Fremdsprachenlernens propagiert. Nach dem Sprachlabor haben wir die neuen Medien, die können auch alles. Alles können sie nicht, aber sie können uns in der Lehre bei entsprechender Differenzierung, bei entsprechend individueller Förderung behilflich sein. Nicht nur, indem man YouTube einsetzt, um im Bereich der IKK auf gewisse kulturelle Unterschiede aufmerksam zu machen, sondern insbesondere durch den Einsatz von Augmented Reality. Wenn wir uns an das Eintrainieren von Hörverstehen kurz erinnern, stellen wir fest, dass bei entsprechend medialer Ausstattung unserer Bildungsinstitution die vorderen Reihen unter dem Scheppern des CD-Players leiden, ansonsten kleinere Hörschäden davontragen, weil die vordere Lautsprecherwiedergabe so laut sein muss, damit man wenigstens in den hinteren Reihen noch das Scheppern des CD-Players wahrnehmen kann, weit davon entfernt seiend, überhaupt die sprachpraktische Äußerung sicher zu verstehen. Etwas übertrieben die Darstellung, aber
soll suggerieren, dass Hörverstehen, Hörsehverstehen sehr individuell geprägt ist und wir oftmals mit unseren Vorgaben zweimal hören, dreimal hören bzw. dreimal angucken, nicht zu dem Übungsziel eigentlich kommen, zu dem wir kommen wollen, aufgrund der unterschiedlichen Disposition der Lernenden. Hier hat die Augmented Reality Einführung einen ganz großen Vorteil. Klammer auf, wir können auch mal unseren Schülerinnen und Schülern zeigen, dass man mit Handys auch was anders machen kann, außer uns im schlechten Unterrichtsmoment mal aufzunehmen oder uns zu zeigen, wie wir uns gerade verrechnet haben, verschrieben haben, oder während wir unterrichten, mit Freunden Nachrichten hin und her zu schreiben unterm Tisch in der Hoffnung, dass man es von Freunden nicht sehen würde. Sie können bei der Augmented Reality mit dem mobilen Endgerät über Seiten in den Büchern, wenn sie entsprechend aufbereitet sind, gehen und können dann individuell das Hörverstehen, das Hörsehverstehen abrufen und den Schülerinnen und Schülern so die Möglichkeit geben, an einem Aufgabenformat alle zu arbeiten, allerdings dieses in einer individuellen Taktung. Das heißt, wer Inhalte noch nicht ganz beim ersten und zweiten Hören verstanden hat, kann diese individuell noch einmal sich anhören, um die Aufgabe zu vervollständigen und hat andererseits auch die Chance, die Möglichkeit, von der Lautstärke-Einstellung her eine Größenordnung zu wählen, die seinem Lernen entspricht. Eine andere Möglichkeit ist, gibt es auch schon Formate, bei denen Sie öffentliche Plätze entsprechend dann in einem virtuellen 3D-Rahmen präsentiert bekommen, ähnlich wie diese Tesco-Supermarktaufnahme und da entsprechend nochmal das genauer im Detail betrachten können. Apps als Unterstützung sind allen bewusst, sind allen bekannt. Auch hier haben wir die Möglichkeit, entsprechend noch mit unterstützend einzugreifen, insbesondere wenn man an das Thema Wortschatzerweiterung denkt. Auch hier die Chance, als Lehrkraft individuell zu agieren und die Lernenden zu fördern, ohne sie zu überfordern, beim Vokabellernen passend zum Lehrwerk zum Beispiel auch die Chance zu haben, über einen entsprechenden Klassenraum dann individuell zu begleiten, mal nachzufragen, warum Lernen da scheinbar nicht funktioniert und damit auch Lernende zu fördern, die entweder aus einem bildungsfernen Hintergrund stammen oder eben durch die Nichtvertrautheit der Familie mit dem institutionellen Bildungsprozess hier bei uns auch keine Chance haben, entsprechend unterstützt zu werden beim Thema Lernen. Aufnahmestifte, eine andere Chance zur individuellen Förderung. All das hat ein bisschen was von einem kreativen Bauchladen. Das hat aber leider der Fremdsprachenunterricht momentan im Einzelhandelsbereich auch von den Eingangsqualifikationen. Das heißt, je weiter wir differenzieren können, mit je unterschiedlicheren Materialien wir arbeiten, umso erfolgreicher können wir sein, unter der Prämisse, dass wir es auch entsprechend erlauben, dass wir nicht von dem allgemein schulischen Primat ausgehen, die Lernenden zu einem gemeinsamen Lernniveau bringen zu wollen. Wir können nicht glauben, dass wir einen A2, optimistisch ausgehen, dass er auch A2 hat, eine A2-Schülerin oder Schüler innerhalb von 40 Unterrichtsstunden auf ein halbwegs solides B1-Abschlussniveau brächten. Also wenn Koryphäen unter Ihnen sind, die das schaffen, meine Hochachtung. Wir können auch nicht glauben, dass wir bei Ab Initio-Lernenden es irgendwie schaffen würden, diese begleiten zu können in einem Klassenraum, wo wir sonst uns schon noch auf A2, B1 konzentrieren. Das ist Überforderung als probates Erziehungsmittel. Eine Möglichkeit für dezidierte Ab Initio-Klassen sähe anders aus.
Die Willkommensklasse ist teilweise nicht nur eine Willkommensklasse für Lernende mit massiven Deutschdefiziten, im Sinne von also nicht selber zu verantworten und nicht negativ gemeint, sondern auch eine Klasse, in der man dann mit Defiziten Englischkenntnissen vielleicht mal umgehen sollte. Denn die Förderung, wenn wir sie in den beruflichen Ausbildungsweg eintakten, kann nicht nur in der hier vorhandenen Zweitsprachenproblematik liegen, sondern, wenn wir sie wirklich mit fördern wollen, auch in einer Hilfe zum Erwerb der englischen Ausbildungssprache, um sie auf einem niedrigeren Niveau dann auch mit in die Ausbildung eintakten zu können. Subsumierend lässt sich eigentlich feststellen, dass mit der schönen, heilen, auf verschiedenen Niveaus so nett aufgeteilten Fremdsprachenrealität wir nicht die Realität abdecken, die wir in den Klassenräumen vorfinden, sondern dass es hier einer massiven materialischen, aufgabentechnischen Vielfalt bedarf, um den Anforderungen, die wir am Anfang gesehen haben, die Leute fit für den Berufsmarkt zu machen, überhaupt adäquat reagieren zu können. Und das ist nicht eine Aufgabe, die nicht nur Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, obliegt, sondern die vor allen Dingen auch seitens der jeweiligen politischen Gremien unterstützt werden muss. Denn nur dadurch, dass wir hier entsprechend vom Stundenrahmen einen größeren Anteil bekommen und auch von der personellen Ausstattung. Damit können wir dann erreichen, dass wir dieser Heterogenität nicht durch kontinuierliche Frustration gerecht werden, sondern durch die entsprechende, binnendifferenzierende, kompetenzorientierte, individuelle Förderung, die eigentlich die Lernenden hier verdienen würden. Das hat auch Implikationen über den Bereich der gewerblichen, der kaufmännischen Ausbildung hinaus auf jetzt eine Anglifizierung der technischen Berufe, in denen man feststellt, dass auch im technischen Bereich Englischkenntnisse von Vorteil wären. Gehen Sie mal als Heizungs- und Wasser- und Heizungsinstallateur, so rum heißt die Geschichte, in einen Haushalt mit Migrationshintergrund, mit Flüchtlingshintergrund, und erklären Sie denen, dass der Wasserhahn ausgetauscht werden muss, weil er tropft, und diejenigen, nehmen wir mal an, können vielleicht noch ein bisschen Englisch, aber kein Deutsch, und sie sind nicht in der Lage, denen in der Muttersprache dieses zu erklären. Das heißt also, hier haben wir noch ein weiteres Feld auf uns zukommen, wo wir sagen müssen, wie eine stark heterogene Ausbildungsrealität denn mit entsprechenden Materialien, mit entsprechendem Medieneinsatz irgendwie zu einem spürbaren Lernfortschritt gebracht werden kann. Die Zeiten bleiben spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich.